Heute ist wieder Amazing Mom Tag. Es ist Montag und ich begrüße dich zu einem wundervollen, schönen Wochenende, wollte ich gerade sagen. Nein, zu einer wunderschönen neuen Woche. Heute geht es um das Thema die Lebensmittelkombination, wie man das am besten macht, um den Darm gesund zu halten und auch schneller abnehmen zu können. Ich bin auf diese Idee gekommen, weil ich auf Instagram immer mal wieder halt gucke, was es da so für Essen gibt. Ich lasse mich ja selber inspirieren, Rohkost und auch vegane Kochkost. Und dann komme ich immer wieder auf Bilder, wo sehr, sehr viel gemischt ist. Ich esse immer noch selber auch sehr viel gemischt. Also wenn ich zum Beispiel abends Reis, Gemüse, ist ja auch sehr viel Gemüse. Aber ich versuche wirklich bis mittags so wenig wie möglich an Zutaten zu mischen. Es ist einfach für den Darm besser, wenn man weniger Zutaten zu sich nimmt. So, wenn du jetzt einen Teller hast, ich werde dir mal vielleicht ein Bild einblenden, wenn ich eins finde. Wo, das machen viele, die denken, dass es halt gesund ist. Gemüse, zum Beispiel Karottensticks, Gurkensticks und da sind dann halt noch ein paar Nüsse zwischendurch, gell? Weil man denkt, die Nüsse brauche ich, um meine Gehirnleistung noch zu steigern und es ist ja gesund und so weiter. Und das ist eigentlich total ungesund. Wenn du morgens zum Beispiel Gemüse isst, super gut, dann lass es bitte erstmal nur bei dem Gemüse. Das sollte getrennt von diesen Nüssen gegessen werden, weil das Gemüse, wenn du das isst, wird es sehr schnell verdaut von deinem Magen. Und wenn du darauf dann die Nüsse isst, die brauchen sehr lange zum Verdauen. Und wenn du die zusammen isst, streiten die sich da drin, man fängt an oft auch zu pupsen, man kriegt halt Blähungen und dieses Obst fängt an zu gären, weil es gar nicht verdaut werden kann, weil ja noch die Nüsse dazwischen sind. Weil die Nüsse, der Darm braucht, muss erstmal die Nüsse versuchen zu verdauen. Ihr müsst halt wissen und auch verstehen, dass es für den Darm am einfachsten ist, Monomahlzeiten zu verdauen. Das heißt, wenn du jetzt nur eine Banane isst, dann freut er sich, der kann sich vollkommen auf die Banane konzentrieren, sie auseinandernehmen und so weiter und so fort. Und danach ist sie nach einer halben Stunde verdaut, ungefähr, sagen wir mal. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, kann auch eine Stunde sein. Wenn du Nüsse isst, braucht er vielleicht 4 Stunden dafür. Die sind schwer verdaulich. Wenn du jetzt zum Beispiel Bananen und Nüsse isst, dann musst du dir vorstellen, du hast Bauarbeiter im Haus, die wissen jetzt gar nicht, soll ich mich jetzt um die Banane kümmern oder um die Nüsse? Die Nüsse brauchen doch viel länger. Das ist doch viel einfacher und entspannter für den Darm, wenn er sich nur auf die Frucht oder nur auf das Gemüse konzentrieren kann. Das heißt, du kannst zwar mischen, aber mische nur Obst mit Obst, Gemüse mit Gemüse. Zum Beispiel, wenn du jetzt morgens wie in dem Bild, das Bild, was ich gesehen hatte, das waren Gurken und Karotten, dann ess doch nur die Gurken und Karotten erstmal. Lass die Nüsse für abends, weil die ja so schwer verdaulich sind. So hast du auch mehr Energie im Alltag. Das heißt, dein Darm ist jetzt darauf konzentriert, sich nur auf das Gemüse zu konzentrieren, dass das verdaut wird. Und er hat dann mehr Energie übrig für dich, weil die Energie muss er nicht komplett auf die Verdauung richten. Dann hast du im Alltag mehr Energie und dann ist halt das Problem, dass viele denken, ja, aber dann kriege ich doch Hunger. Ja, was soll ich dann mit ein bisschen Gemüse? Das ist deine Einstellung. Klar kann es sein, dass du danach Hunger kriegst, aber danach kannst du ja was anderes essen. Dann sagen wiederum andere, aber ich habe die Zeit dafür nicht, ich gehe doch ins Büro. Nimm dir eine Kleinigkeit, wie so ein Snack, den kannst du zwischendurch essen, eine Banane, einen Apfel, was auch immer. Aber du musst dir nicht so einen Haufen, so einen Teller morgens schon reinhauen, mit so viel Zeug gemischt, mit Nüssen und Gemüse und Obst, und danach bist du müde. Dann bringt es dir auch nichts. Da sitzt du im Büro, da bist du vielleicht satt, aber müde, weil dein Darm so damit beschäftigt ist, diese Kombination, die wirklich total ungünstig ist für deinen Darm, zu verdauen. Was kommt noch dazu? Also, wenn du falsch kombinierst, bist du erstmal müde und hast weniger Energie. Im Darm fängt es an zu gären. Jetzt wird es ein bisschen laut. Lala, leise! Leise, ich drehe gerade ein Video! Okay, das heißt, es fängt an, die Gurke fängt an zu gären, weil die Nüsse ja erstmal verdaut werden müssen. Wenn das anfängt zu gären, ist das im Darm wie so ein Sumpf und es stinkt. Und die guten Bakterien können dann absterben durch diesen Gärungsprozess. Das ist auch nochmal wieder schädlich, weil dein Darm braucht ja gesunde Bakterien, die braucht er. Die guten Bakterien sind wichtig. Okay, wie soll ich denn am besten jetzt kombinieren? Wie soll ich denn das machen im Alltag? Im Alltag macht es einfach so, dass du morgens, am besten ist immer Vorplan. Bei mir ist immer ohne Vorplan, verfalle ich meistens auch in ungesunde Sachen, weil dann habe ich plötzlich Hunger und hol mir irgendwas. Das heißt, du kannst zum Beispiel morgens, wenn du es schaffst, dir einen Smoothie machen, aus wenigen Zutaten, zum Beispiel, sage ich mal jetzt Spinat und Banane mit Wasser. Dann trinkst du das erstmal morgens. Wenn du weißt, du musst jetzt ins Büro oder wo auch immer jetzt arbeiten, kannst du dir was einpacken. Pack dir nochmal Obst ein, pack dir nochmal Gurkensticks, also Gemüsesticks ein. Pack dir, wenn es sein muss, Nüsse ein oder
Trockenfrüchte zum Beispiel, Datteln, die haben zwar auch viele Kalorien, aber es ist ja alles rohköstlich, kann deinen Körper mit Vitaminen und Mineralien versorgen. Besser als wenn du den Brötchen einpackst, das total hochverarbeitet ist, vielleicht auch noch genmanipulierter Weizen. Es belastet den Darm, es verklebt den Darm. Okay, die andere Sache ist, viele denken ja, Nüsse sind so gesund und man muss Nüsse essen. Nüsse sind gesund. Vorausgesetzt, du hast eine Rohkostvariante, eine rohe Nuss, keine, die schon geröstet ist und noch mit Salz versehen ist. Ja? Das heißt, die Frau, bei der ich das jetzt gesehen hatte, die hat sich auch angeschrieben, die kenne ich nämlich persönlich, die diesen Gemüseteller hatte mit diesen Nüssen. Sie hatte die Nüsse vom Aldi, hat sie mir geschrieben. Sie sind ganz süße, ich werde jetzt ihren Namen nicht sagen, wahrscheinlich wird sie sich schämen. Sie hatte die Nüsse, die wohnt auch hier bei mir in der Nähe, sie hatte die Nüsse vom Aldi, das sind geröstete, gesalzene Nüsse und sie geht davon aus, dass es gesund ist. Sie hat recht, dass sie davon ausgeht, weil überall wird es so publiziert, in Magazinen, im Fernsehen, Nüsse sind gesund. Wenn die geröstet sind, da sind sowieso schon mal die Vitamine raus. Ja, die wurden ja dann hoch erhitzt. Wenn die gesalzen sind, macht es dich dick, weil das Salz Fett bindet, Wasser bindet, das lagert sich bei dir an. Wenn du wirklich auf Nüsse stehst, schaue, dass du die rohköstliche Nüsse kaufst. Die gibt es halt in Bioläden, jetzt im Supermarkt findest du sowas nicht. Supermarkt ist eher dafür, nicht so gute Sachen zu verkaufen, sage ich mal so. Ja, die haben wenig, wohl Bio haben sie auch, aber viele Dinge, die wirklich gesund sind, führen sie halt nicht, wie Buchweizen und so weiter. Obwohl viele da auch schon nachziehen. So, das bedeutet, du kaufst hier Nüsse in Rohkostqualität, die sind viel teurer. Aber du brauchst nicht viele Nüsse essen und du solltest auch nicht viele Nüsse essen, weil dich das auch dick machen kann. Das ist halt eine Fettquelle. Weil wenn du jetzt Nüsse isst und Avocado isst und Mandelmus, es ist so viel Fett. Also man merkt es im Alltag nicht. Man denkt, Mandelmus ist gesund, Avocado ist gesund, Nüsse sind gesund, vielleicht auch noch ein bisschen Kokosöl. Aber dieses Fett sammelt sich dann an am Ende des Tages und es lagert sich in deinem Körper an. Auch wenn es gesund ist, es lagert sich in deinem Bauch an. Okay, das bedeutet, achte darauf, so wenig Fett wie möglich zu essen. Du darfst Fett essen, aber reduziere es. Beobachte dich im Alltag, wie viel Fett du isst. Wenn, dann rohköstliche Nüsse und dafür weniger. Das heißt, wenn du jetzt eine Packung, sagen wir mal eine 4 Euro, so eine kleine Packung, ich weiß nicht, wie viel Gramm da ist, Macadamia-Nüsse kosten, glaube ich, sogar 6 Euro. Ich finde die auch sehr lecker, weil es ist halt sehr, sehr fetthaltig. Wenn die jetzt nicht gesalzen sind und wenn sie rohköstliche Qualität haben, kannst du es dir mal leisten, ein paar Mal im Monat die zu essen. Und das reicht dann auch. Mehr brauchst du nicht. Man muss ja nicht davon einen schweren Magen haben. Wenn ich jetzt sage, satt, ist für jeden anders satt. Ja, die einen essen 3 Nüsse, sind satt, die anderen brauchen erstmal ein halbes Kilo, um sich satt zu fühlen. Es reicht, wenn du 2-3 Nüsse isst, fertig. Okay, ja, da fängt dann, es kommt wieder ein anderes Thema. Einige können sich beherrschen, essen 3 Nüsse, die anderen können sich nicht beherrschen. Das ist ein gutes Thema fürs nächste Video, für nächste Woche. Also, wenn du dich wirklich gesund ernähren möchtest, achte darauf, kurz zusammengefasst das ganze Video nochmal, dass du deine Lebensmittel richtig kombinierst. Am besten ist es morgens Früchte zu essen. Wenn du keine Früchte verträgst, dann esse erstmal nur Gemüse, am besten und natürlich ungekocht. Immer ungekocht zuerst. Das verdaut nämlich am schnellsten. Danach kannst du während des Tages auf gekochte Lebensmittel zurückgreifen und versuche darauf zu achten, so wenig wie möglich an Zutaten zusammenzumischen. Es ist immer gut, wenn du Gewürze dazu gibst, wenn du zum Beispiel kochst, musst nicht so viel da rein. Gewürze sind immer lecker, Petersilie, Kurkuma, Ingwer, es gibt sehr, sehr viele Gewürze. Vielleicht kann ich dazu auch nochmal ein Video machen. Das lässt das Gericht einfach super lecker schmecken und du musst nicht 1000 verschiedene Sachen da rein tun. Jetzt zum Beispiel einen Obstsalat, viele denken, oh, voll gesund, ich hau mir jetzt einen Obstsalat rein, ist auch gesund, aber versuch doch weniger Zutaten in den Obstsalat rein zu tun. Ja, ess einfach die Banane so, reicht. Ess einfach einen Apfel einfach so, reicht auch. Musst du nicht stundenlang schnippeln, dir die Zeit nehmen und es ist einfach für deinen Körper interessant, also besser, einfacher, leichter zu verdauen, wenn er einfach nur einen Apfel bekommt und nicht ein Ananas, Banane, Mango, Kiwi-Obstsalat. Das ist dann schon wieder ein bisschen zu viel für den Darm. Die andere Sache war jetzt mit den Nüssen. Nüsse sind nicht immer gesund. Schon gar nicht, wenn sie geröstet und gesalzen sind. Das ist gar nicht gesund. Das macht nur süchtig. Du kannst nicht mehr damit aufhören. Viel zu viel Fett und das Salz bindet einfach nochmal. Also das macht dich einfach nur dicker, nicht gesünder und müder und träger. Und wir wollen ja als Mama Energie haben, mehr Energie im Alltag. Ja, das war das Thema heute, die richtige Lebensmittelkombination und wie kann ich mich so ernähren, dass ich schneller abnehmen kann. Schneller abnehmen mit der richtigen Lebensmittelkombination und weniger Fett im Alltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Tschüss.